Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video zur Protosynthesenschmiede präsentieren. Heute wollen wir uns mal anschauen, wo wir alle 17 Gitter-Items herbekommen. Und diese brauchen wir nämlich, um dementsprechend hier unsere Pets und Mounts craften zu können. Es gibt ja sowohl eine Mount-Schmiede als auch eine Pet-Schmiede. Die Mount-Schmiede haben wir hier oben auf den Koordinaten 70, 28. Die müssen wir uns aber erst über eine Quest freispielen. Und die Pet-Schmiede haben wir hier unten bei den Koordinaten 61, 58. Auch die müssen wir uns erst einmal freispielen. Sobald ihr euch die freigespielt habt, könnt ihr verschiedene Materialien bekommen. Unter anderem von allen Mobs in der Zone könnt ihr diese Genesis-Partikel bekommen. Dann gibt es diese Schimmer-Items, die braucht ihr, um die Pets zu craften. Da habe ich auch schon ein eigenes Video zugebaut, wo ihr alle herbekommt. Dann für die Mounts braucht ihr dann noch so Special-Materialien. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Und das Letzte, was wir für die Pets und die Mounts brauchen, sind diese Gitter-Items. Und um die soll es heute in dem Video einmal gehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wo wir diese kompletten Gitterteile kriegen. Übrigens, ich habe auch sowohl ein Video für die Pläne der Pets gemacht, als auch für alle Pläne der Mounts. Falls ihr da noch Sachen habt, die euch fehlen, könnt ihr gerne reinschauen. Das erkläre ich dann auch, wie wir die einzelnen Schmieden freischalten. Was ich noch erwähnen sollte, alle diese Gitter kann man auch im Auktionshaus kaufen. Die sind nicht seelengebunden. Wenn ihr ein bisschen Gold über habt und keinen Bock habt, die selber zu farmen, könnt ihr einfach euer Gold nehmen, ins Auktionshaus schmeißen und euch diese verschiedenen Gitterteile einfach rauskaufen. Dann kommen wir zum Ambistiten-Gitter. Dieses können wir von einem Rare-Mob erhalten. Und zwar befindet sich der Rare-Mob hier unten auf den Koordinaten 43, 87. Er schimpft sich Otiosin. Und der hat eine 5%ige Chance, das Ding zu droppen. Es hat keinen Daily Lockout, ihr könnt ihn so oft umhauen, wie ihr wollt. Und dementsprechend könnt ihr auch immer wieder quasi Server hoppen, ihn töten, wieder hoppen, solange bis ihr das Ding habt. Oder ihr kauft es euch, wie gesagt, aus dem Auktionshaus. Dann kommen wir zum Aurelitengitter. Das droppt einmal von diesen ganzen Quallen hier in der Zone. Eine Qualle haben wir auf jeden Fall safe schon mal da. Hirukon ist das. Den haben wir einmal hier unten auf den Koordinaten 51, 73. Den muss man aber rausangeln. Da gibt es ja auch einen Mount. Hatte ich euch schon ein Video gebastelt zum Mount, wie man den Köder bekommt, um ihn rauszuangeln. Ihr könnt ihn aber auch einfach im Tool suchen, wenn jemand den Köder hat, mit in die Gruppe reinjoinen, ihn umhauen, um dementsprechend vielleicht das Mount zu kriegen und dann hier diesen Aurelidengitter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit hier in diesen Seen. Sind auch diese Quallen drin. Es gibt eine World Quest, wo man so Mobs rausangeln muss, dann kann man auch diese Quallen hochziehen und da kann es quasi auch droppen. Wenn die World Quest nicht da ist, ist tatsächlich der Rare die einzige Chance. Er hat eine 3%ige Drop-Chance und auch den könnt ihr so oft umhauen, wie ihr möchtet. Dann kommen wir zum Bufonidengitter. Das kriegen wir von allen möglichen Fröschen hier in Serra Mortis. Und zwar sind wir jetzt immer noch hier auf den Koordinaten 51, 73. Und hier diese kompletten Frösche droppen das. Beziehungsweise hier oben beim Mausoleum könnt ihr diese Frösche auch töten. Die können das dementsprechend auch droppen. Dann kommen wir zum Kervit-Gitter. Das können alle möglichen Kervit-Mobs droppen. Unter anderem haben wir hier eingeborener Kervit. Und die befinden sich hier in dem Bereich. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 55, 80. Es gibt aber hier in der kompletten Zone diese Kervit-Mobs. Und von allen könnt ihr es quasi kriegen. Dann kommen wir zum Geometar-Gitter. Dieses könnt ihr von allen Geometaren bekommen. Und ich befinde mich jetzt hier oben auf den Koordinaten 59, 68 und hier in dem großen Bereich sind extrem viele Geometare. Da könnt ihr es eigentlich relativ gut farmen. Da sind ja auch öfter mal Daily Quests, wo ihr sowieso hierher müsst. Dann kommen wir zum Helikit-Gitter. Das kriegt man von allen möglichen Schneckenmobs, wie zum Beispiel hier diese Schnecken, die hier unten rumfleuchen. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 55, 69 und hier sind einige Schnecken, beziehungsweise auch ein Schneckenrare, der relativ zügig spawnt. Dann kommen wir als nächstes zum Putrid-Gitter. Dieses können wir aus einem Schatz rausbekommen und der Schatz schimpft sich Ornidennest. So sieht das Ding aus, könnt ihr einfach aufmachen. Und da gibt es relativ viele hier in der kompletten Zone, wie ihr seht. Also es ist immer so ein bisschen weiter oben gelagert, muss man manchmal ein bisschen hinschampen, beziehungsweise jetzt, wo wir fliegen können, ist es relativ easy. Hier in dem mittleren Ring haben wir einige von diesen Punkten, die einfach aufmachen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr dann das Zeug noch mit drin. Hat eine Chance von 1,1%, also ist halbwegs okayisch, würde ich mal sagen.
Dann kommen wir als nächstes zum Lupinengitter. Das können wir von den ganzen Lupinen hier in der Zone bekommen. Das sind quasi diese Wölfe. Lupinat schimpfen sich die. Und die sind eigentlich hier in dem Bereich hauptsächlich einfach diese Wolfsviecher umklopfen. Und dann könnt ihr es eigentlich hier relativ gut farmen. Dann kommen wir als nächstes zum Leporidengitter. Dieses können wir von so Häschen bekommen. Aufgebrachter Leporid zum Beispiel. Oder Sassenwächter. Und diesen haben wir jetzt einmal hier unten bei den Koordinaten 52, 62. Es gibt da aber noch ein paar mehr Spots. Ich habe mir hier auf WoWhead rausgesucht. Hier hinten bei 60, 62 gibt es noch welche. Und dann bei 57, 74 habt ihr auch nochmal einen Spot von diesen Häschen. Dann kommen wir als nächstes zum Protonitengitter. Das könnt ihr einmal von verbesserter Ornit bekommen. Und die sind eigentlich hier oben auf der Raid-Insel relativ häufig anzufinden, beziehungsweise hier an den Klippen habt ihr auch ein paar. Am besten farmt es aber hier, da sind relativ viele tatsächlich, die da rumflattern. Und die sitzen eigentlich meistens hier auf diesen Felsvorsprüngen, beziehungsweise da hinten hat man auch zwei, die kann man relativ gut farmen. Und hier sitzen die eigentlich auch relativ häufig rum. Dann kommen wir als nächstes zum Raptora-Gitter. Dieses können wir von allen Raptora-Viechern kriegen. Das sind hier diese Vögel quasi. Und da gibt es unter anderem die Wüstenraptora. Ich bin jetzt hier gerade auf den Koordinaten 61, 58. Hier gibt es einige Wüstenraptora. Dort gibt es einige Wüstenraptora. Dann gibt es auch noch viele andere Raptora, die hier in der kompletten Zone unterwegs sind. Also das kann von allen möglichen von denen droppen. Ich würde tatsächlich empfehlen, hier die oben zu machen. Da sind ziemlich viele aufeinander. Sobald ihr fliegen könnt, ist das eine relativ schöne Geschichte. Und hier kann man nebenbei die Vespiden noch mitnehmen und die Raptora gleichzeitig farmen. Dann kommen wir als nächstes zum Skarabidengitter. Und zwar kriegen wir das von allen möglichen Skarabiden-Mobs. Zum Beispiel hier haben wir Skarabidengräber. Und diese Skarabidengräber sind eigentlich hier zu finden, beziehungsweise hier in dem Wüstenbereich laufen überall rum, sind neutrale Gegner. Wir können das auch von Rares bekommen. Und zwar haben wir zwei Rare-Skarabiden. Und zwar hier oben Hadion auf den Koordinaten 52, 24. Und dann ist hier unten noch einer, und zwar auf den Koordinaten 53, 46. Die zwei Rares haben ein bisschen eine höhere Chance, das droppen zu können. Ihr könnt aber, wie gesagt, hier auch die kompletten Skarabinen umhauen, die in dem Sandbereich unterwegs sind. Dann kommen wir zum Vipern-Gitter. Dieses kriegen wir von relativ wenig Mobs, und zwar nur von Wüstenvipern. Und die Wüstenvipern seht ihr hier unter mir. Wir sind hier auf den Koordinaten 62, 51. Und die Wüstenvipern sind nur in diesem kleinen Bereich hier. Und ich glaube, hier fleuchen auch noch 2, 3 rum. Ja? Aber hier sind tatsächlich die meisten. Und wenn man das Ding wirklich farmen will und es nicht im Auktionshaus kaufen möchte, dann pullt man halt diese paar Wüstenvipern zusammen, die hier rumlaufen. Und dann Serverhoppt man, weil das sind halt irgendwie 1,5 Puls und dann sind die tot. Die haben auch nicht sonderlich viel Leben, also das dauert einen Ticken, bis die dann auch tatsächlich nachspawnen. Dann kommen wir als nächstes zum Vespidengitter. Diese Vespidengitter droppen alle Vespiden. Und zwar haben wir Vespiden einmal hier relativ viele, ja, also in dem Bereich. Und dann haben wir nochmal hier auch relativ viele Vespiden. Im Endeffekt kann man hier die alle zusammen ziehen und töten, dann hier rüberfliegen, die alle zusammenziehen und töten und wieder zurück. Ne? Also immer hin und her. Das geht sich eigentlich relativ gut aus. Also hier seht ihr, das sind diese ganzen Vespiden-Mobs hier. Zum Beispiel die Vespiden-Drohne hier hinten. Und da seht ihr, da haben wir doch relativ viele, die wir hier mitnehmen können. Dann kommen wir als nächstes zum ungeformtes Gitter. Und das kriegen wir von relativ wenigen Mobs. Wir haben hier einmal orientierungsloser Kern. Diese Mobs sind hier etwa, ich befinde mich jetzt gerade auf den Koordinaten 59, 74 und hier in dem Bereich gibt es ein paar von den Viechern. Und dann gibt es noch von dem Rare, und zwar destabilisierter Kern, der kann es quasi auch droppen. Wie gesagt, bei den Rares könnt ihr die so oft töten, wie ihr lustig seid und habt immer eine Chance, das Gitter rauszukriegen. Die Drop-Chance ist aber nicht sonderlich hoch an der Stelle. Dann kommen wir als nächstes hier zum Wombata-Gitter. Das können wir von den ganzen Wombata-Mobs kriegen. Ich befinde mich jetzt hier unten bei den Koordinaten 37, 67. Und da gibt es ein paar Wombata-Matronen. Und die können das unter anderem droppen. Zusätzlich gibt es hier auch noch einen Rare, der hier spawnen kann, der das dementsprechend auch droppen kann. Und zwar ist es der hier,
Soranos schimpft sich der. Den könnt ihr auch öfter umhauen. Hat halt auch jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Dropchance. Leider gibt es nicht sonderlich viele Wombatte hier. Um den See sind 1-2 rum und halt der Rare. Da könnt ihr es dann einmal farmen. Dann kommen wir jetzt noch zum Tachnaridengitter. Und das können wir von den ganzen Spinnenmobs kriegen. Unter anderem von diesem Tachnarid hier unten. Die sind hier auf den Koordinaten 56, 30. In dem größeren Bereich sind hier diese Spinnen. Und natürlich kann die Mutterspinne das auch droppen, die hier einmal in der Höhle bei den Koordinaten 54, 43 ist. Ne, 34, so rum. Dann sind wir damit allen Gitter-Items durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit dem kleinen Video. Wie gesagt, ich habe auch schon ein Video einmal zu den ganzen Plänen von den Mounts gebastelt, einmal zu den ganzen Pet-Plänen, dann zu allen Schimmer-Items ein Video und zu den ganzen Special-Mount-Materialien. Sprich, wenn euch eins von diesen Sachen interessiert, könnt ihr gerne mich abonnieren und weitere Videos sehen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.